Magnetismus ist eine Sache, wenn Sie was schnell bewegen, kommt mehr raus, wenn Sie was langsam bewegen, kommt weniger raus. Das heißt, unsere Maschine hat im Prinzip bei tiefen Frequenzen sehr wenig Pegel, der durch den Magnetismus erzeugt wird, und bei hohen Frequenzen etwas mehr Pegel, und das Ganze schwindet dann da hinten wieder bei den höheren Frequenzen durch Kopfspaltresonanzen. Will damit sagen, diese gekrümmten Kennlinien sind so ähnlich wie die RIA-A-Kennlinie eines Tonabnehmers. Ähnlich. Ähnlich, aber man kann es eigentlich vergleichen, denn auch auf der Schallplatte, hohe Töne erzeugen halt mehr Spannung, weil da sich die Nadel in dem Magnetfeld etwas schneller bewegt als tiefe Töne. Und das wird dann entzerrt, und das sieht, diese Entzerrungskurve sieht also beim Tonbandgerät so aus. Und auch da gibt es natürlich verschiedene Normen. Wäre ja schön, wenn das alles einfach wäre. Audiotechnik ist einfach manchmal ein Durcheinander. Und sei es einmal die NAB, North American Broadcast, oder hier eben CCIR. Wenn es die Bänder miteinander vertauscht, kann man erkennen, das eine klingt im Bass sehr dünn, das andere wird dann hier hinten ziemlich brillant klingen. NAB steht für nichts auf dem Band und CCIR steht für Coca-Cola im Regler. Als Tonmensch. So sehen übrigens die Köpfe aus, die ich unter dem Mikroskop habe oder hatte. Man sieht nicht die Riefen, also wie gesagt, da muss man sich jetzt dann denken, wie es aussieht. Das sind die Köpfe von der PR99. Das ist der Kopfträger von der A700. Hier sieht man ein bisschen, wie die Köpfe abgenutzt sind. Das ist dieser eingeschliffene Spiegel. Wird auch immer gerne darüber diskutiert, wie lange kann eine Maschine spielen. Und dann kommt die Frage, wie weit ist dieser Kopfspiegel? Das kann man in Millimetern messen. Aussage ist schwer zu treffen, weil man nie genau weiß, wann denn dann das Ende kommt. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, je mehr so ein Kopf abnützt, desto höhenfreundlicher wird die Wiedergabe. Das heißt, wenn Sie eine richtig brillante Wiedergabe haben, dann ist der Kopf ziemlich runter. Weil nämlich an der Stelle quasi das Paket, was ummagnetisiert werden muss, ganz dünn wird. Und dann spielen Sie noch ein bisschen weiter, dann haben Sie den Kopf aufgesägt, dann ist der Spalt breit, dann wird es ganz dumpf und dann ist Feierabend. Ja, eine Studiomaschine, Telefunken M15A. Das ist der Aufnahmekopf, das ist der Wiedergabekopf, hier ist der Löschkopf, na, erkennt man auch, da sind schon ein paar tausend Stunden drüber gegangen. Wobei die Abnutzung von einem Löschkopf ist eigentlich irrelevant, weil der hat ja nur die Aufgabe, das Band zu löschen, der braucht ja nichts aufzuspielen und so weiter. Das ist dann der entzerrte Frequenzgang. Also die Nagra, die hier drunter liegt, die hat genau diesen Frequenzgang. Dann gibt es einmal die grüne und einmal die blaue Kurve. Das sind die beiden verschiedenen Geschwindigkeiten. Und ich kann Ihnen direkt sagen, je schneller Sie das Band laufen lassen, desto schwieriger wird es im Bassbereich. Weil dann geht das Band nämlich zu schnell an den Köpfen vorbei. Und wenn Sie den Bassbereich gut auflösen wollen, dann bräuchten Sie riesenbreite Köpfe, damit das Kopfpaket auch lange im Band bleibt und der Magnetismus richtig übergehen kann. Und Nagra selber ist eine Maschine, die viel in der Filmindustrie gebraucht wurde und auch heute noch gebraucht wird, wenn der analog gefilmt wird. Die waren meist verheiratet mit 16 mm Filmen. Und 16 mm Filme, 24 Bilder pro Sekunde, laufen mit 19,05 cm pro Sekunde. Hat man hier die 19 cm eingestellt, da war das Band genauso schnell wie der Film und die Katharin am Schneidetisch hat weniger Arbeit gehabt. 38 wurde eigentlich immer nur genommen, wenn ein Band geschnitten wurde, weil man hatte einfach mehr Platz, um irgendwelche Klaviertöne, Räusperer, Klickser oder sowas alles rauszuschneiden. 38 ist die grüne Kurve, da geht sie in den Höhen etwas besser, aber Sie sehen, der Bass fällt ab. Und 19 ist einfach, also ich muss sagen, wenn ich mit Nagra arbeite, ich nehme 19, ist nicht schlecht. Aus klanglichen Gründen und der Störabstand von so einer Nagra ist sowieso einfach sagenhaft. Wohlgemerkt, völlig analog. Na, ganz kurz die Maschinenpflege. So sieht eine Kiste aus, wenn sie mit Bändern gespielt wird, die schmieren. Hat den Vorteil, der Dreck schont die Köpfe. Wenn es kein Sand ist. Ja, jo, das ist meist dieses Plastikzeug dann auch. Das ist fürchterlich. Klingt dann sehr dumpf, bis hin zum, man hört fast gar nichts mehr, wenn die Schicht richtig dick ist. Und wenn man dieses Bandgerät dann richtig sauber macht, dann sieht das aus, ja, auf dem Lapfen, ist ein bisschen eklig, gebe ich gerne zu. Das ist also nichts anderes als Eisenstaub.
Und wenn es dann richtig sauber ist, das sind die gleichen Köpfe nochmal. Perfekt, das war eine ASC 6000, eine super Maschine, richtig klasse. Schönes Gerät, ja. Was machen Sie mit dem Band? Was denn? Was machen Sie mit dem Band? Also wenn das nicht wertvoll ist, das Wertvollste an dem Band ist die Spule. Ich wickel es ab und schmeiß weg. Ja? Ja. Ich bin ja Masseur, ja? Und habe einen Tango-Ofen. Ja. Den kann ich genau auf 60 Grad einstellen. Nicht schlecht. Schön. Schon. Ja. So, machen Sie es. Weil das ist tatsächlich, wenn Sie also archivieren wollen, ein Band abspielen wollen, was schmiert, ja, gebacken. Perfekt. Und kann man das dann auch öfter bespielen? Also ich habe es bisher ja nur auf der Wiedergabeseite gehabt. Okay. Und weil ich nicht mehr aufnehme, okay, auf die Bandmaschine, mhm, ich gebe sie nur noch wieder. Ja. So, aber perfekt. Ja, ich habe es auch schon gemacht, es funktioniert. Man muss nur gucken, wenn denn dann der Weichmacher, und darum geht's, wieder so langsam flüssig wird. Es müssen 60 Grad sein. Ja, ich weiß. Ja? Und das in ein paar Stunden. Ja, 5 Stunden habe ich gedacht. Ja, das ist richtig. Also je breiter Grad, das Band ist, 60 Grad. 50 Grad funktioniert nicht und 70 ist, Grad auch nicht. 70 ist zu warm. Also 60 Grad. 70 ist zu warm, genau. Ja, das ist völlig, ja, richtig. Schönen Dank für die Frage, prima Einwand. Weil damit retten Archive dann ihre Bänder. Die überspielen die dann, nachdem sie gebacken sind. Das ist richtig. Ich meine, ich kann ja 20 Stück in den Ofen. Ja, natürlich. 40 Stück. Toll. Klasse. Ja, sicher. Noch ein Nebenerwerb, ne? Ja. Ein Nebenerwerb. Ja, warum nicht? Das steht drauf. Schön. Was haben Sie zum Reinigen genommen jetzt? Ganz normalen Spiritus. Ganz schönen Dank für die Frage. Genau. Ganz normalen Spiritus. Kein Alkohol. Doch. Das ist das. Also, nicht Whisky und Gin, sondern sehr konzentriert. Nee, ganz normal spielt. Also ich bin jetzt nicht in der Apotheke und hole dann dieses teure Zeug, sondern gehe dann zum entsprechenden Supermarkt, die grünen Pülleckes, und das ist dann ganz normal, ja, richtig. Und entweder ein Haushaltstuch, denn mit Watte und sowas ist eine Sache, wenn sie dann die Wattefusseln da drin haben, dann bringt da nicht viel. Also ich würde schon eher dann wirklich ganz normal dieses... Ist schon weg, Zeug. Nee. Kein Gute. Nein, würde ich nicht machen. Ist nicht schlimm, es geht nichts kaputt. Aber wenn sie Pech haben, haben sie dann die Watte da drin. Und dann richtig. So, Entmagnetisieren ist ziemlich wichtig. Und zwar, wenn sie ein Gerät sehr häufig transportiert haben, dann sollte man ab und zu mal entmagnetisieren. Ansonsten, wenn das still in dem Wohnzimmer steht oder sonst wie im Studio, ich sag mal so, ich glaube, einmal im Jahr, das reicht, das ist also überhaupt kein großes Problem. Denn wenn man jetzt mal sich Mühe gibt, so einen Kopf zu magnetisieren, ich habe mir dann mal richtig einen Lautsprechermagneten genommen und habe den dann magnetisiert. Es rauscht dann mehr, das Band, und es wird leicht angelöscht, weil der Kopf halt magnetisch ist. Also es ist wie ein Dauermagnet, wenn ein Dauermagnet am Band entlang führt, wird es angelöscht. Das Problem war dann nur, den Kopf zu entmagnetisieren. Also ich habe den ein paar Mal entmagnetisieren müssen, weil Sie haben, das war vorhin das Stichwort, Koerzitivkraft, der Magnetismus kommt langsam wieder. Ne? Also 2-3 Tage später war der wieder ein bisschen magnetisch. Also das war schon, aber für Demozwecke habe ich es halt gemacht. Das war nochmal das Frequenzgang, also der Frequenzgang. Kleiner Hinweis, ohne Bezugsband kann man keine Tonbandgeräte einmessen, denn irgendwo braucht man ja wirklich einen Bezug und aus der Maschine selbst kommt kein Bezug. Der muss auf dem Band sein, und dieses Band, Sie sehen hier, das sind noch alte Bestände, bevor die EMTEC da in Ludwigshafen die Zelte abgebaut hat. Das ist also der Inhalt, und Sie sehen hier, da stehen die Nanoweber dran, da kann man dann zwar 0 dB draus machen, aber wichtig ist der magnetische Fluss, 320 oder 514, und dann hat man hier den ganzen Frequenzgang und hier auch den Teil zur Spalteinstellung, zur Höhenkontrolle etc. So sieht eine M15 aus. Wunderschönes Gerät. Manche wollen es nicht im Wohnzimmer stehen haben. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich kenne eigentlich kein Gerät, was elektrisch und mechanisch stabiler ist als eine M15. Es ist irre. Also die Dinger sind wie ein Ackerschlepper auf der Ackerfurche. Da kann man alles mitmachen. Die Dinger gehen eigentlich kaum kaputt. Und sie behandeln auch das zarteste Band richtig gefühlvoll. Also man kann da durchaus auch Triple Rekord oder sonstige Bänder abspielen, ohne dass was passiert. Das geht ganz hervorragend. Das ist eine Nagra, das ist im Prinzip das tragbare Pendant. Maschine mit 13 cm Spulen, sinnigerweise bei 19 cm laufen 13 cm Spulen mit Studioband 22 Minuten.
Das ist eine Filmkassette 16 mm. Passt alles. Dann noch die Anschlüsse, ganz wichtig. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, das war der Diodenanschluss, der fünfpolige Diodenstecker. 1,4 war Aufnahme, 3,5 war Wiedergabe Stereo und das gemeinsame, die Masse war der Anschluss 2. Dann gibt es die XLR-Geschichten, das sind einfach die symmetrischen Aufnahme und Wiedergabe. Im Regelfall ist das der Eingang und das der Ausgang. Das Schöne ist, die Schweizer lieben es anders. Die haben nämlich den Eingang weichlich, den Eingang in eine Maschine männlich, genau, und den Ausgang weiblich. Bei Studer ist das aber auch so, wenn du auf den Nack hast. Ist auch ungefähr. Ja, genau so ist es, richtig. Aber du kannst es umbauen, Gott sei Dank. Man muss nur wissen, wie man macht, aber es ist, danke für den Hinweis. Ja, ist ja Schweiz. So, das Zusammenschalten von einer symmetrischen Steckverbindung auf eine unsymmetrische, also hier der ganz normale Zinch und dann hier der XLR-Stecker, kann man einfach auf diese Weise machen oder eben auf diese Weise, also das ist relativ unkritisch. Und ich sag mal, so ein Adapter ist jedes Kabel, was kürzer ist als 2 Meter in der Grundschule Technik, ist automatisch ein Adapter. Und das ist also völlig unkritisch. Noch etwas, man sollte wirklich darauf achten, wir haben in der Bundesrepublik ja mittlerweile mindestens 230 Volt in den Steckdosen. Wenn Sie eine alte Maschine restaurieren oder bekommen, schalten Sie die auf 230 oder 240 Volt. Das schont tatsächlich die Elektronik. Ich meine, sie geht nicht kaputt, wenn sie auf 220 stehen bleibt, aber es ist einfach besser. Also auch die ganzen Glühlämpchen, die da drin sind, kriegen nicht zu viel Saft. Das ist ein Revox A77, die habe ich zur Restaurierung gekriegt, habe das Gehäuse geöffnet, da kamen mir schon Sonnenblumenkerne entgegen. Echt? Echt. Wunderschönes Gerät und dann habe ich mir genau angeguckt und ich kann Ihnen sagen, das ist leider so voll mit dem Mäusezeug, die war nicht zu retten. Die haben überall reingepickt. Also wie gesagt, das war jetzt die eine Geschichte, das war die andere Geschichte. Ich habe sie sauber gemacht, aber die war wirklich verdorben. Ja, das war's, ganz lieben Dank. Also da jetzt will ich am iPhone drauf gehen. Ich sag mal, wenn ich als Analogie digital wäre, mache ich es richtig. Dann landen sie auf meiner Website. Herzlichen Dank.